Hallo Leute, heute mache ich mal ein Video über abhängige Listenfelder. Das könnte den einen oder anderen interessieren. Ich habe eine kleine Tabelle hier angefertigt mit Bandnamen und deren Schallplatten. Und das eine Listenfeld soll dann dazu dienen, alle Schallplatten einer Band rauszufiltern. Dazu erstelle ich mir ein Formular, nenne es Formular 1 und füge ein Listenfeld ein. Das Listenfeld soll Werte aus der eben benannten Tabelle abrufen, und zwar den Bandnamen, meinetwegen noch alphabetisch sortiert. Jetzt will ich das noch gruppieren, damit die Einträge nicht doppelt auftauchen. Dazu gehe ich in die Datensatzherkunft. Das ist ja eine SQL-Abfrage, die hier zugrunde liegt. Und stelle hier die Gruppierung mit ein. Dann kommt das zweite Listenfeld. Das Listenfeld soll wieder aus der Tabelle die Werte abrufen, und zwar hier das Produkt. Es werden alle Produkte angezeigt, und jetzt werde ich noch einen Filter einfügen, damit nur die Produkte der ausgewählten Band gelistet werden. Also der Filter muss in die Abfrage des zweiten Listenfeldes. Da hole ich mir noch den Bandnamen dazu. Danach soll ja gefiltert werden. Und hier kommt das Kriterium rein. Also im Formular 1 der Wert, der im Listenfeld 0 ausgewählt ist, dient hier als Filter. Jetzt muss noch ein Ereignis für das erste Listenfeld eingetragen werden, und zwar nach Aktualisierung. Eine kleine VBA-Prozedur,
einmal das Listenfeld 1 aktualisieren. Da habe ich Fehler gemacht. Es heißt Liste 2. Also zurück. Liste 2. So, ich wähle mal die Scorpions aus und siehe da, alle diese Platten sind von den Scorpions. Led Zeppelin, Judas Priest und natürlich Black Sabbath. Ja, so einfach geht das. Bis zum nächsten Mal.